Du hast Schmerzen im Bereich des inneren Oberschenkels, Schmerzzustände, die eventuell Richtung Leiste ziehen oder Schmerzen nach einer Schambeinentzündung, sogar Schmerzen im Bereich des inneren Kniegelenks, dann zeigt dir Pam, wie du dich adäquat mit dem TMX Original Plus in diesem Bereich behandeln kannst. Auf geht's! Begebe dich in die Seitenlage und platziere den TMX Original oder Original Plus entlang deiner inneren Oberschenkelseite. Lege deinen TMX eventuell auf einen Yoga-Block oder auf Bücher, um die ideale Höhe zur Positionierung des TMX zu bekommen. Wende die TMX-Dreier-Methode an. Erstens, trigger deine Schmerzstelle ca. eine Minute lang. Wenn der anfängliche Schmerz nachlässt, kannst du mit der Mobilisierung deines Kniegelenks beginnen. Zweitens, hebe und senke deinen Unterschenkel, während du triggerst, ca. 10 bis 15 Sekunden lang. Danach lässt du dich wieder vom TMX triggern. Ich empfehle dir, ständig zwischen dem Triggern und Mobilisieren zu wechseln. Zum Schluss dehne deine innere Oberschenkelmuskulatur. Damit ein ausreichender Reiz auf das Gewebe entstehen kann, solltest du diese TMX-Dreier-Methode bei Erstkontakt ca. 3 bis 5 Minuten lang wiederholen. Viel Spaß!